Klappen 2, bitte. Verstanden. Klappen 2. Wir fuhren die Klappen aus. So konnten wir die Maschine etwas stabilisieren. 30 Minuten nach dem Start steigt das Flugzeug endlich über die Wolken. Fuß und wir haben Sicht auf die Wetterlage. Das war ein gutes Zeichen. Wenn sie genug Kontrolle hatten, um es über die Wolken zu schaffen, stand zumindest kein unmittelbarer Absturz bevor. Das war gut. Doch dann stürzt das Flugzeug ohne Vorwarnung mit 6000 Metern pro Minute Richtung Erdboden. Wir kippten plötzlich nach links und gingen in den Sturzflug. Ein entsetzliches Gefühl. Für die drei Passagiere an Bord ist es ein rauer und beängstigender Ritt. Oh nein. Einen solch abrupten Höhenverlust hatte ich noch nicht erlebt. Es war schlimm, denn wir wussten nicht, ob sie sich fangen würden. Zieh hoch! Mach ich! Nach 40 Sekunden Sturzflug ist das Flugzeug unter der Wolkendecke. Weiter! Wir schaffen das! Sergei, gib uns Schub! Während des Sturzfluges wirkte etwas weniger als 1G auf die Crew, also fast die normale Gravitationskraft. Zieht man jedoch das Flugzeug aus dem Sturzflug hoch, nimmt die G-Kraft zu und erreicht Kampfpilotenlevel. Das Manöver belastet das Flugwerk bis aufs Äußerste. Wir hörten das Flugzeug unter der G-Kraft ächzen und knacken. Vor uns lag ein Hügel mit Bäumen. Er war sehr nah. Das Flugzeug hält stand. 8000 Fuß und steigend. Die Piloten haben es gerade noch geschafft. Gut gemacht.